Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es Ihnen von der AfD wirklich um die Beschäftigten in der Automobilindustrie gehen würde, dann wäre ich als direkter Abgeordneter des Münchner Wahlkreises, in dem die Firmen BMW und MAN liegen, wahrscheinlich derjenige, der als erster für die Arbeitnehmer und die Unternehmen kämpfen würde. Denn die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie in unserem Land mit einer enormen Imagewirkung weltweit. Aber darum geht es Ihnen sicherlich nicht. Sie betreiben doch nur Schwarzmalerei, um Arbeitsplatzängste zu schüren, weil Sie denken, es würde Ihnen Wählerstimmen bringen. Aber glauben Sie mir, die Bürgerinnen und Bürger durchschauen Ihre Motive. Die deutsche Automobilwirtschaft muss sich Herausforderungen wie neuen Technologien, einem Strukturwandel und einem globalen Wettbewerb stellen. Wir wollen die Automobilwirtschaft dabei unterstützen, fit zu sein für diese Zukunftsherausforderungen einer sich weltweit wandelnden Mobilität. Anders als Sie es den Bürgern glauben machen wollen, ist aber Klimaschutz kein Gegensatz zur Automobilität. Wir werden natürlich nicht den Ast absägen, auf dem wir industriepolitisch sitzen. Wir brauchen vielmehr einen Neustart für die Zukunftsidee Automobil. Saubere Technologien sind dabei notwendige Kernkompetenzen. Synthetische Kraftstoffe, moderne Batterieforschung und Wasserstoff als Energieträger der Zukunft. Und weil Sie auch in Bayern vor einzelnen Werken Flugblätter verteilen ließen, sage ich Ihnen einmal als bayerischer Abgeordneter, was zum Beispiel der Freistaat Bayern ganz konkret macht. Erstens, aus dem Forschungszentrum Synthetische Kraftstoffe in Straubing wird ein nationales Referenzzentrum. Der Campus wird um 4 neue Lehrstühle aufgestockt und mittelfristig wird eine neue Power-to-Liquid-Anlage installiert. Dort soll synthetischer Kraftstoff entwickelt werden. Zweitens, zusätzlich zum Bundesprojekt in Münster investiert Bayern in ein bayerisches Batterienetzwerk. Ziel ist die Entwicklung einer neuen Generation von klimafreundlichen und leistungsfähigeren Batterien für die Elektromobilität. Drittens, gemeinsam mit Baden-Württemberg soll in Nördlingen und Ellwangen eine neue Batterieproduktion mit der Industrie entstehen. Und schließlich, viertens, wird ein neues Wasserstoffzentrum in Nürnberg entstehen, um diese Technologie zwischen Hochschule und Wirtschaft zu vernetzen. Bayern als Automobilstandort und Deutschland als Ganzes ist gut aufgestellt. Also kein Grund für Ihre Hiobsbotschaften. Und weil Sie gerne den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und einem Arbeitsplatzabbau herstellen würden, das Klimapaket ist ja noch gar nicht in Kraft. Der Widerspruch wird deutlich am Beispiel der Schaeffler-Gruppe, die einzelne Maßnahmen zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen aufgrund volatiler Märkte und dem technologischen Veränderungsdruck bereits im Frühjahr 2019 verkündet, als noch gar nicht bekannt war, welche Regelungen kommen würden, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Die Wahrheit ist doch, die technologische Entwicklung geht immer weiter. Und Sie können als Unternehmer nicht nur aus der Schublade verkaufen, sondern Sie müssen das verkaufen, was der Markt abfragt. Und ich bin etwas enttäuscht auch über die FDP, die Ihnen sogar noch das Wort redet und das Wort Planwirtschaft in den Mund nimmt. Ich denke, unternehmerisch tätig zu sein, ist was anderes. Wirtschaft heißt Wettbewerb. Wettbewerb heißt Einstellen auf neue Verfahren und Innovationen. Innovation heißt Fortschritt. Die Elektromobilität ist dabei nicht die einzige, aber ein entscheidender Weg, kein Hirngespinst deutscher Politiker. Ein Blick nach China, wo ich als Unternehmer selbst tätig bin, aber auch nach Kalifornien zeigt es doch. Wir reden von einem globalen Trend. Und da der Export für die deutsche Automobilwirtschaft eminent wichtig ist, muss sie sich den globalen Herausforderungen und Anforderungen stellen. Den Trend aufgreifen, ja, den Trend vorgeben. Wir, die Politik, müssen beim Technologiewandel unterstützen. Das ist doch der Grund, warum der Bund die Batteriezellenforschung massiv voranbringt. Technologisch ist nicht zu leugnen, dass ein Elektromotor weniger Teile hat als ein Verbrennungsmotor. Aber wir haben auch keine Röhrenfernseher mehr, weil sich die technologische Entwicklung weiterentwickelt hat. Und deshalb haben wir heute trotzdem Fernsehen.
Ich möchte auch da noch mal darauf hinweisen, dass die neuen Technologien durchaus neue Arbeitsplätze schaffen, wie jetzt zum Beispiel auch Tesla in Berlin, insbesondere auch mit dem Ingenieur- und Designzentrum, was immerhin 10.000 Arbeitsplätze bringt. Ist das politisch verursachter Arbeitsplatzabbau? Ich denke nicht. Aber natürlich sollten wir nicht allein auf Elektromobilität setzen, sondern auch auf andere Technologien. Herr Kollege, wir von der Union schauen mit Zuversicht in die automobile Zukunft. Optimismus statt Pessimismus, das unterscheidet uns von Ihnen. Wir bringen Deutschland voran. Danke. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Dr. Martin Rosemann.